Im letzten Video, da hatte ich dir einen 4-Jahres-Backtest mit der Kaskadenstrategie gezeigt, welche mit unserem Robot halbautomatisch pyramidisiert wurde. Heute schauen wir uns im dritten Teil dieser Serie eine weitere Möglichkeit an, einen riesigen Berg an Trades aufzubauen, um die Hebelkraft in Trendrichtung stark zu erhöhen. Das Ergebnis war letzte Woche mit über 300% Gewinn und unter 10% Drawdown bereits sehr gut. Doch lässt sich dieses Ergebnis noch steigern? Lasst es uns versuchen. Hallo, ich bin Alex und willkommen bei Kasparei Trading. In meinen Videos, da findest du verschiedene Trading-Strategien und Ideen, die dir neue Perspektiven öffnen sollen. Es ist wichtig zu wissen, dass ich nicht jede hier vorgestellte Methode selbst anwende. Teste deshalb alles zuerst auf einem Demokonto. Mein Schwerpunkt liegt auf automatisierbaren Strategien, ideal für den Einsatz mit Trading-Robots. Wenn dir meine Inhalte helfen, dann freue ich mich natürlich über einen Like und dein Abo. Danke für deine Unterstützung und viel Erfolg auf deiner Trading-Reise. Letzte Woche, da hatten wir im Test darauf geachtet, dass es immer eine Trendstruktur auf dem Tageschart gibt. Wir haben die Basis der Kaskade erst in der ersten Korrektur gestartet. Doch wenn die Korrektur auf sich warten ließ, dann hatten wir keinen Einstieg. Deswegen werden wir diesmal nicht auf eine Korrektur warten, sondern direkt zum Bruch des 50er EMAs auf Tagesbasis starten. Die EMA-Linie ist unsere Baseline und alle 200 Punkte schalten wir ein weiteres Konto dazu. Insgesamt, da würden wir bis zu 5 Konten in Reihe schalten. Jedes Konto ist in einer Range von 200 Punkten aktiv. Umso weiter der Trend geht, desto mehr Konten sind in der Kaskadenpyramide involviert. Haben wir nur einen kleinen Trend, dann sind nur wenige Konten aktiv. Auf diese Weise würden wir unsere Trades auf einer Gesamtrange von 1000 Punkten verteilen. Money Management, Kapitalallokation. Jedes Konto startet mit einem Wert von 2000 Euro. Wir haben 5 Konten, also ist unser Initialkapital 10.000 Euro. Pro 2000 Euro auf jedem Handelskonto setzen wir 0,1 Lot ein. Erste Erhöhung erfolgt dann bei 4000 Euro. Nach jedem Trendwechsel, da verteilen wir unser Kapital neu auf alle 5 Konten. Unser Stop-Loss je Konto beträgt 5%. Das klingt jetzt viel, allerdings sollte uns bewusst sein, dass diese Strategie nicht gerade konservativ zu betrachten ist. Und um eine Pyramide innerhalb der Kaskade aufzubauen, da muss der Kurs auch atmen können. Wenn der Stop zu eng sitzt, dann kann die Pyramide sich nicht entfalten. Handelsregeln. Wie gesagt, wir machen uns das diesmal einfach. Wir traden hier mit der Brechstange und lassen die Markttechnik mal außen vor. Der Bruch des 50er EMAs ist der Einstiegslevel. Das erste Konto, das wird gestartet. Wir beginnen auf dem Preislevel ein Konto Long und ein Konto Short mit einer Range von 200 Punkten. Je nachdem, welche Seite sich durchsetzt, wird dann das nächste Konto gestartet, wenn der Abstand von 200 Punkten erreicht ist. Wir bauen pro Konto immer bis zu 20 Trades auf. Im besten Fall haben wir somit, wenn alle 5 Konten aktiv sind, 100 Trades offen. Alle Gewinne bzw. Verluste werden beim EMA-Bruch verrechnet, sodass alle Konten immer mit derselben Summe starten. Wir starten den Backtest wie im letzten Video mit dem Corona-Crash. Dann sehen wir auch gleich die Gefahr einer Pyramide, wenn der Kurs stark schwankt oder korrigiert. Der EMA 50, der ist teilweise sehr träge. Gewinne werden wieder zu Verlusten, wenn der Trend dreht. Solche Phasen, die müssen wir leider auch mitnehmen. Da ich mit MetaTrader 5 immer nur auf Tagesschlussbasis testen kann, da kommt es vor, dass ich nicht immer ganz genau den EMA treffe. Ich will dann entweder einen Tag davor oder einen Tag danach, je nachdem welcher Klospreis dichter am EMA ist. Der Backtest, der wird wieder im Zeitraffer abgespielt, da es sonst einfach zu lange dauern würde. Reduzier die Geschwindigkeit, wenn du es genau sehen willst. Ansonsten springe direkt zum Ergebnis. Los geht's!
So, und an dieser Stelle müssen wir diesen Backtest auch wieder abbrechen. Die Idee, nahtlos immer weitere Konten aufzubauen, um den Hebel immer weiter zu erhöhen, funktioniert wirklich nur in guten Trends. Aber wir wissen leider nicht, ob die anfängliche Bewegung tatsächlich auch zu einem neuen Megatrend wird oder nicht. Wir haben gesehen, dass das Konto in den Trends sich mühelos verdoppeln kann, nur um dann in der nächsten Seitwärtsphase wieder alles abzugeben. Wie wir hier sehen, haben wir riesige Sprünge gemacht, nur um dann alles wieder zu verlieren. Das macht so keinen Sinn. Jeder Fehler ist eine Lernchance. Und genau dieses Ergebnis, das sollte ein Learning für uns alle sein. In den traumhaften Trendphasen, da kann jeder Geld verdienen. Wir müssen aber auch die anderen Phasen überleben. Und genau so muss ein Handelssystem sein. Robust auf sämtliche Situationen. So wie unser Workaholic-Robot der Strategie 1. Oder auch das Kaskadensystem von letzter Woche. Es agiert nur dann, wenn die Chancen am besten stehen. Klar wünscht man sich in starken Trends, dass man gerne von Day One mit dabei gewesen wäre. Aber gute Trends erkennt man leider auch immer erst dann, wenn sie bereits weit fortgeschritten sind. Ebenso die Seitwärtsphasen. Wir wollen deswegen nur Signale handeln, die auch einen konsistenten Vorteil bieten. Lasst uns also die Gier abschalten und nur sinnvolle Signale traden. Kaskadenpyramiden sind eine tolle Methode, mit Hebelkraft Geld zu verdienen, doch darf man es hier nicht übertreiben. Und 300% in 4 Jahren bei unter 10% Drawdown, wie im letzten Video gezeigt, das ist doch bereits ein traumhaftes Ergebnis. Oder was meinst du? Schreib es mir doch bitte mal in die Kommentare. Falls du das Video letzte Woche verpasst hast, dann schau es dir bitte im Anschluss an, es ist am Ende verlinkt. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video wertvolle Informationen und Anregungen für dein Trading mitnehmen. Kennst du jemanden, dem dieser Inhalt ebenfalls nutzen könnte? Dann freue ich mich natürlich, wenn du das Video weiterempfiehlst. Über Kommentare und Diskussionen bin ich immer glücklich und antworte so schnell wie möglich. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.